Werte Zockerfreunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Worlds 2. Meine Güte, da sind wir auf der Suche nach Gott und ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr gerutscht, genauso wie ich. Und verzeiht, wenn ich mich noch ein bisschen heiser anhöre oder erkältet bin. Ja, das ist leider immer noch so, ne? Das dauert natürlich seine Zeit mit so einem Grippchen. Und jetzt wollen wir uns doch direkt mal auf die Suche begeben, denn wir können nicht mehr hinaus. Und da haben wir doch ein paar Feinde. Was ist es denn? Wenn es jetzt drei Skorpione sind, schrei ich. Okay, das genau das dachte ich mir nämlich. Ah, lauf! Forrest, lauf! Genau, Forrest Gump war nämlich auch im Fernsehen. So, jetzt komm mal her. Das geht natürlich mal überhaupt gar nicht. Boah, was war das denn für eine coole Animation? Och, das gefällt mir aber richtig gut. Eieiei. Auras und ein Kurzschwert. Das sind aber ziemlich magere Skelette gewesen. So, mal eben kurz das Leben regeneriert. So, was ist denn da hinten jetzt? Ach so, die sind unten. Na, und ich wundere mich. Jetzt können wir auch hier weiter nach links. Sag mal. Karte. Komm, null. Ich drück wieder M. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht ist da hinten irgendwie ein Schatz oder so. Och, was leuchtet denn hier? Ach, wie schön ist das denn gemacht? Schaut mal. Ach. Ich muss da ehrlich zugeben, auch wenn ich jetzt gerade still bin, auf sowas stehe ich ja total, ne? Haben sie richtig genial gemacht. Sehr schön gemacht. Mit so ein paar Glühwürmchen dabei. Also echt schön animiert. Ach, herrlich, dass man so etwas findet. Das sind halt so die kleinen Sachen, die Spiele echt besonders machen. So, aber jetzt wollen wir uns doch weiter auf die Suche nach Gott begeben. Ein Hebel. Dann wollen wir den nochmal drücken. Was ist jetzt passiert? Nanu, wofür ist der Hebel? Tu mal die Waffe wegstecken. Okay, da unten haben wir noch ein paar Nekris. Und da unten stöhnt irgendetwas rum. Klingt mir eher nach Mumie oder Zombies, aber wofür war der Hebel? Dürfen wir jetzt da hinten weiter? Wo die Glühwürmchen sind? Nee. Nanu, wofür ist der Hebel, Freunde? Jetzt mal ohne Witz. Wofür ist der Hebel? Wofür bist du denn gut? Ja, da könnt ihr eure Waffen ziehen. Da passiert eh nichts. Aber ich sehe auch nicht, dass sich irgendwie was verändert. Also auf jeden Fall muss der hier einmal nach rechts. Meine ich zumindest. Na, du willst doch nicht wirklich hochkommen, oder? Du willst es echt wissen, Death Knight? Dann komm her. Da habe ich kein Problem mit. So, und der Rest auch? Hier ist er hochgekommen, da können wir ja auch bestimmt runter. Komm, gehen wir mal runter. So, hallo Freunde. Kommt da mal her, oder? Kommt, kommt. Na, 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 jawoll. Ach, das sieht so genial aus. So, dich auch noch. Auf zu blocken, du stirbst. Ob du willst oder nicht. Nee, hauen wollte ich eigentlich nicht. Ach, Fliege, komm, hau ab hier. Auf zu nerven. Nicht im Let's Play. So. Wofür war der Hebel? Erstmal gucken wir uns hier in aller Ruhe um. Ich hoffe, dass wir überhaupt hier irgendetwas sehen. Ich weiß, wir haben Fackeln dabei, aber hier ist leider nichts. Wenn wir etwas finden, leuchtet es ja bekanntlich. Hier haben wir auch nichts. Aber wo sind wir denn hier hingekommen? Da müsste es ja weitergehen. Sag mal, wo sind wir hier? Bei leuchtenden Pilzen? Wo geht's denn weiter? Geht's da oben jetzt weiter oder wie? Ah, okay. Alles klar. Ach, wie stark sieht das denn bitte aus? Hm, wo führt denn unser Weg hin? Bisschen mulmig ist mir ja schon, muss ich ehrlich zugeben. Ach Mensch, dass ihr mich immer so erschrecken müsst, verdammt nochmal. Das ist doch nur so ein Spiel. Hört doch auf. Ich guck mir doch hier kein Gruselgame. Gruselfilm an. Gruselgame. Ha, Mann. Ich bin dann immer auch selbst sehr still und darauf fixiert, dass dann irgendetwas kommt und dann kommt dann wie so eine Schocksituation. Dann ist zum Vorschein. Was? Jetzt könnten wir hier rüber auf die andere Seite. Da ist da hinten etwas. Komm, lass mich mal drüber. Nee, schade, nur diese Glühwürmchen.
Ah, wie sich hier auch alles bewegt, ne? Das ist ja schon cool gemacht. Guck mal hier. Wenn man einfach nur so dran vorbeigeht. Geile Sache, auf jeden Fall. Stark gemacht. So, hier müssen wir weiter. Kack Negris. Müssen mich auch immer so erschrecken. Oh, wer ist das denn? Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, aua. Autsch. Na, kommt. Kommt her. Ja, kommt vorbei. So. Ach Mensch, haut zu. Komm. Jawohl, Nummer 1. Hör auf mich zu schießen, Freund. So geht das nicht. Death Knight mit Bogen. Ich glaub's ja nicht. Eieiei. Die haben auch so viel dabei. Schlägt direkt den ganzen Bildschirm. Na? Oh, ich glaube, das ist ein Magier, ne? Sieht ganz doch so aus. Oh, schnell. Hauen um, bevor er irgendwas macht. Oh, ich hasse Magier. Deswegen, gerade in derselben Session, wo ich in Dragon Age gegen Magier gekämpft habe, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, wenn man selbst kein Magier ist, ist jeder andere Magier doof, so. Die sind einfach zu stark. In jederlei Hinsicht. Ach, was ist denn hier? Wo sind wir hier? Sieht ja schon stark aus. So eine dicke Höhle. So, wo müssen wir weiter? Hier müssen wir weiter. So, direkt mal die Waffe wieder gezückt, bevor ich mich wieder erschrecke, dass irgendwelche Negris oder so um die Ecke kommen. Okay. Mhm. Komm, warte mal, öffne mal nochmal die Karte. Ja, wir sind sogar fast richtig. Sogar richtig, richtig. Orkische Albträume, okay. Hm. Bin ich ja mal gespannt. Wie, Weg oben, Weg unten? Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Heute aber nicht mehr, Freunde. Heute nicht, vielleicht morgen mal, ne? Wisst ihr Bescheid. So, ist da unten irgendetwas Interessantes für uns? Ich weiß ja gar nicht. Wir sind jetzt oben und unten. Nee, warte mal. Geh mal bitte nach unten. Vielleicht ist da ja wirklich irgendetwas. Und dann laufen wir einfach wieder dran vorbei. Mit meinen Künsten schaffe ich das ja immer. Nö, ist aber irgendwie nichts. Dann wollen wir auch direkt mal nach oben. Hm, was haben wir denn hier für Feinde? Wahrscheinlich wieder Death Knights, ne? Würde ich doch mal stark davon ausgehen. Haben die einen Magier dabei? Ja, da ist der Magier. Ja, grüß dich, Freund. Da, haut drauf, bevor er zaubert. Jawohl, okay. Was hat er da für einen Zauber? Ist mir völlig egal, was du machst. Ich will es nicht wissen. Was macht er? Okay, wollen wir es nicht lange wissen? Ach so, von da, alles klar. Du ekliges Etwas. Ach komm, damit verover... Ah, geh auf Nahkampf, umgehauen. Das dauert ja viel zu lang mit Pfeil und Bogen. So, wo ist der Zauber? Ich weiß nicht, ob wir uns da dran wagen können. Mal eben kurz Leben regenerieren. Komm, jetzt legen wir es einfach mal drauf an. Komm, caste dort nochmal. Achso, er vergiftet uns. Eine Giftaura. Ich glaub's ja nicht. Hau ihn um. Boah. Eieiei. Gegengift brauchen wir auf jeden Fall jetzt gerade nicht. Ich meine, das läuft ja von alleine ab. Ah, hässlich. Gift. War ja eigentlich klar, ne? So ein Death Knight, der mit Tod zu tun hat. Lalala. Ich warte jetzt gerade darauf, dass sich das Gift verzieht und wir wieder Leben regenerieren. Und gleich müssen wir auf jeden Fall einmal kurz speichern, bevor wir direkt in den nächsten Kampf hinein torteln. Na, ist da oben vielleicht irgendetwas? Gleich schmier ich hier noch ab, ich sehe mich schon. Nee, da ist nichts, aber da geht's runter. Ja, bin ich ja mal gespannt. So, hier kommen wir nämlich einmal runter. Dann können wir nämlich hier auch mal in die Ecke gucken, aber hier ist wiederum auch nichts, schade. Aber ich glaube, wir befinden uns auf dem richtigen Weg und hier haben wir eine Tür. Wir sollen ja den richtigen Gott suchen. Den einzig wahren Gott anscheinend. Oh Gott, jetzt sag nicht, dass hier eine Falle ist oder so. Ja, Freunde, das ist mir zu eng. Wie war das nochmal? Alt F1, ne? Genau, schnell speichern. Das wollen wir auf jeden Fall dann mal machen. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Wer bist du? Ach, eine Schande, dass Argot sich nicht zu uns gesellen konnte. Mit wem habe ich das Vergnügen? Wer zum Teufel bist du? Und was geht hier vor sich? Gemach, gemach. Lass uns erst ein wenig Spaß miteinander haben, bevor wir uns umbringen. Ich mache auch den Anfang. Meine Freunde nennen mich Natas.
Naja, sie haben es früher getan, bis ich den Schuppen angezündet habe, in dem sie übernachtet haben. Jetzt habe ich nur noch Argot und mit dem ist nicht viel anzufangen, was den Unterhaltungswert angeht. So, jetzt bist du an der Reihe. Keine albernen Spielchen. Entweder sagst du mir, was du hier machst, oder der Unterhaltungswert ist ganz auf meiner Seite. Spielverderber kann ich nicht ausstehen. Und weißt du auch warum? Weil sie das Spiel verderben. Also sei lieber kein Spielverderber. Das wäre wie bescheißen und das kann ich noch viel weniger ausstehen. Wenn ich spiele, dann selten nach Regeln. Also was jetzt, Nathas? Wenn du nicht mitspielst, muss ich eben ein paar untote Ersatzspieler für dich holen. Auch sie waren mal Spielverderber. Aber inzwischen dürften sie ihre Lektion gelernt haben. Untote? Du steckst also hinter Gortarius' Visionen. Dieser Schwächling von einem Ork ist völlig in meiner Gewalt. War der große Magier zu feige, um selbst zu kommen? Was genau bezweckst du eigentlich mit der ganzen Sache? Moment mal. Dir sind diese stinkenden Bastarde tatsächlich wichtig, habe ich recht? Am Ende glaubst du noch, dass sie deine Freunde sind? Dann wollen wir doch mal sehen, ob sie zu deiner Rettung herbeieilen, wenn sie riechen, wie ich dir das Fleisch von den Knochen schmelze. Bäh. Schön. Uah, so, dann einfach mal drauf, ne? Oh, der hat doch Verstärkung mitgebracht, sehe ich gerade. Naja, okay, komm. Solange wir den nicht angreifen, wollen wir den doch einfach mal umhauen, den guten Nathas. Ah, jetzt kommen sie, okay. Aber es sind nur Nekris. Das schaffen wir schon. Drauf! Drauf! Hau ihn um! Jawohl, das hast du davon. So, einmal hier durchgefetzt. Kommt, ihr habt keine Chance, hier auf zu blocken. Ich hasse Blocken. Aber die teilen auch gut aus, die Nekris, ne? So, der letzte mit der linken Maustaste. Oh. Meine Güte, so, das Problem existiert nicht mehr. Da können wir ja Bescheid sagen, dass da jetzt endlich wieder alles okay ist. So, was hast du denn dabei? Aha. Zaubersachen. Stab der Wassermagie. Mhm. So, was haben wir hier? Ein Teleport. Okay, das heißt, wir dürfen auch wieder raus. Aber, Moment. Wie komme ich da rein? Öffne bitte nochmal die Tür. Da führt doch ein Weg ganz klar rüber. Hm. Ist das wieder so eine geheime Tür oder so? Darf man da nicht durchlaufen? Unsichtbar? Komisch, warum ist das denn auf der Minikarte eingezeichnet, wenn wir da gar nicht entlang können? Jetzt muss ich mal eben gucken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Das möchte ich eigentlich nicht, bevor wir uns hier einfach wegteleportieren. Dahinter ist nichts mehr. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Held, spring doch mal rüber. Dankeschön. Sonst muss ich einen Game Master anschreiben, dass wir feststecken. Nee, natürlich nicht. Das ist ja ein Offline-Rollenspiel. So, ja gut. Wenn wir nichts anderes machen können, dann wollen wir uns doch mal raus teleportieren. Wo sind wir jetzt gelandet? Ach, genau am Ausgang. Alles klar. Das heißt, wir dürfen auch jetzt wieder raus? Funktioniert das? Was war hier? Achso, ja. Den hatten wir ja schon. Dann einmal hinaus. Auf jeden Fall. So, da sind wir auch wieder. Da ist der Eingang. Und wo ist jetzt der Kollege? Wo ist er? Ah, sie geht wieder auf. Na, was sagt denn der Kollege? Nein, nein. Aber wie? Hör auf zu jammern. Na, das war kein Gott. Er war ein Nekromant. Nichts weiter. Du wagst es, seinen Namen in den Mund zu nehmen? Hör zu, Freundchen. Ich glaube, es wird Zeit für dich zu konvertieren. Such dir einen anderen Gott aus. Du wirst mir deine Sünden bezahlen. Ach komm, nicht dein Ernst, oder? Du machst doch eh keinen Schaden. Ach komm schon, ich bitte dich. Jetzt lass es sein. Bitte. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Das weißt du, ne? Das ist leider so ein Spiel. So, hör auf zu blocken. Hör auf zu blocken. Dann kriegst du einen rein. Das ist gut. Da. Und komm bloß nie wieder. Fliegt der da runter, Mohnbogen. Ziemlich geil.
Ja, Freunde, tut mir leid. Eigentlich wollte ich ihm ja nichts tun, aber war ja klar, ne? So sind die Anhänger bei solchen Glaubenssachen und sie sterben auch für sie. In den meisten Fällen wie damals, genauso noch wie heute. Und warum sind da hinten Gegner? Da will ich doch mal gucken. Hallo? Da sind irgendwo Gegner. Holen wir uns doch mal die Stärke. Jetzt haben wir das gemeistert und können auch bald zurück und Bescheid sagen. Wie kommen wir denn da hin? Irgendwie kommt man da doch hin. Na? Achso, hier vielleicht, ne? Ne? Ja, klar, ich sehe es schon. Alles klar. Da ist eine Höhle. Einmal rüber. Gelaufen, gewatschelt. Und dann werden wir mal die ganzen Groms auseinandernehmen. Na, sind's Groms? Hallo, Jungs! Genau. So gibst du mich direkt ins Gesicht. Da habt ihr gar keine Chance, auf zu blocken. Und was machst du da? Bekämpfst du die Kiste? Bist aber fleißig, Freund. Na, komm schon. Da haben wir dich gesemmelt. Na, komm. So. Ja, da tut auch verdammt weh. Ein primitives Schloss, Freunde. Das kriegen wir doch mal eben kurz fix auf. Einmal, zweimal, zack, zack. Ohne Probleme. Da weiß ich gar nicht. Haben wir das hier irgendwie vergessen hier unten? Oder waren wir überhaupt noch nie? Ein Rotkäppling, okay. Mit Stärke. Mit der Alchemie haben wir uns ja lange nicht mehr befasst. Denn wir müssen eigentlich auch mal gucken, ob wir noch genug Heiltränke im Petto haben. So, bist du denn auch noch verschlossen? Ein solides Schloss, ja dann. Wollen wir doch mal eben kurz. So, da müssen wir rein, da müssen wir rein. Ich glaube hier, hier und dort. Ja, wunderbar. So, da haben wir auf der linken Seite noch ein paar Groms. Um die werden wir uns selbstverständlich auch kümmern. Oh, da haben wir wieder starke Lederhandschuhe. Oh, schade. Und so eine schöne Pike, mit der wir nichts anfangen können. Und unser Inventar ist auch schon wieder fast voll. Meine Güte, es geht immer so schnell mit dem Inventar. Da müssen wir auf jeden Fall bald mal ein paar Talentpunkte reinsetzen. Boah, ich finde das so wunderschön, ne? Also ich meine, ich feiere das so sehr. Es sieht so gut aus. Es ist so ein geniales Game. Da muss man leider ehrlich sagen. So, verursachst du Schaden? Ja, komm, hau doch mal drauf. Ach komm, jetzt mach schon. Weil die verursachen uns schon gar keinen Schaden mehr, ne? Ist ja schon eigentlich, naja, schade drum. Bräuchten wir stärkere Gegner. Wird mal Zeit, dass wir dann woanders hingehen. So, hier haben wir aber noch ein solides Schloss. Ohne Probleme, oder? So, da und da. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, wann wir an das erste schwere Schloss gehen. Oder kompliziertes Schloss. So, Lederstiefel, die können wir klein machen, klein machen. Reiseroute, oh, alles klein machen. Ein bisschen Platz haben wir noch. Jetzt mal eben kurz nochmal auf die Null geguckt. Und wo sind wir denn? Wir kommen wieder runter an die Küste. Und da waren wir ja bekanntlich schon einmal. Komm, jetzt laufen wir den ganzen Weg hier einfach mal runter. Ach, schade, er sieht uns. Ich dachte, wir könnten jetzt mal einen meucheln. Hör mal, bevor du aufstehst, habe ich dich ja schon lange weggesammelt. Komm her. Bumm. Frohes Neues, ne? Nachträglich, Freund. So. So, haben wir hier noch das ein oder andere Schöne? Nö, ne? Ich meine, hier waren wir schon mal an der Küste, wenn mich nicht alles irrt und... ich dachte jetzt schon. Ich weiß ja nicht, gibt es Seeungeheuer und Tuvels? Ich will es doch nicht hoffen, ne? Aber sieht mir auf jeden Fall nicht danach aus. Jetzt könnten wir hier eigentlich runter... Ach, sollen wir mal gucken, ob der da wirklich liegt, wo wir ihn runtergestoßen haben? Komm, den Aufwand machen wir uns jetzt noch. Da die Folge ja eh schon leider wieder so weit ist. Schade, dass die Zeit so schnell vergeht. Jetzt werden wir mal eben kurz hier rüber schwimmen. Da ist nämlich auch schon der Übergang. Und da hinten müsste er ja eigentlich theoretischerweise liegen. Na, komm. So, in der Zeit muss ich mich leider auch mal wieder räuspern, Freunde. Tut mir leid. So, aber da bin ich auch direkt schon wieder. Aber hier haben wir den noch runtergeschmissen, oder? Nee, hier nicht. Wir müssen doch weiter. Das war nämlich doch die Steinbrücke da hinten. Da, hier. Der müsste hier irgendwo im Wasser liegen. Aber vielleicht ist er auch schon untergegangen. Was ja aber eigentlich nicht im Grunde genommen so sein kann. So, hier müsste er sein. Hm. Doch, da unten liegt er. Können wir tauchen? Nee, wir können ihn aber... Oh, looten. Okay, und da haben wir auch ein Tagebuch bekommen, Freunde. Ein bisschen Lektüre finde ich richtig gut. So, jetzt wollen wir uns aber mal eben kurz hier rüber teleportieren, damit wir aus dem Wasser rauskommen. Und mit dem Tagebuch werden wir uns dann...
beschäftigen, wenn wir soweit sind. Und ich hoffe, Gotharius geht es dann auch wieder gut. Also, Freunde, ich hoffe, es hat gefallen und bis zum nächsten Mal.